Wird da einer gerade den Hunden verfüttert? Oh. Ich sehe hier zwei Hundchen. Na dann, let's go. Oh oh. Böses Hundchen, aus Hundchen. Hundefutter. Ja. Was waren die in der anderen Tunnel drin? Und jetzt ist ja freie Luft. Wir kommen gleich wieder. Aha. Sieht wichtig aus. Notiz des staatlichen Veterinärs. Herr Jäger, ich weiß zu schätzen, dass Sie sich um Ihre Gesundheit sorgen, aber ich kann Ihnen versichern, dass kein Eingriff notwendig ist. Ich bin mit Ihnen in der Tat einer Meinung, dass Sie in der letzten Zeit etwas irritiert und zurückgezogen wirkt. Aber lassen Sie mich Ihnen zwei wichtige Dinge mitteilen, die Sie beruhigen dürften. Erstens, wenn Sie die Medikation zweimal täglich wie vorgeschrieben verabreichen, sollten Sie die Nierensteine auf natürliche Weise auflösen. Zweitens, ich weiß, dass Greta mehr als nur ein Hund für Sie ist. Aber wenn dieses Lied überstanden ist, dieses Leid überstanden ist, wird sie es schnell hinter sich lassen und wieder ganz die Alte sein. Ah ja. Greta war jetzt nicht einer von denen, von den Hunden. Sonst tut's mir gar nicht leid. Nein, absolut nicht. Nutzt die rohen dann brüchige Mauer und von Wänden zu Wände zu zerstören. Wie diese hier zum Beispiel. Und hier hoch zu kratzen. So, und weiter hier. Fragt sich mich natürlich, warum hat Blazkowicz diese sind Skill verlernt in Wölfen in den anderen Wölfensteinteilen. Wenn hoch zu klettern. Wenn das hier schon vor der Zeit konnte. Ruhig. Schlafhundchen. Okay, hier sind wir. Wie kommen wir jetzt hier raus? Okay, da kamen wir her. Da wollen wir natürlich nicht noch wieder hin. Scheint, sonst müssten wir hier hoch.
wie kommen wir weiter? Vielleicht hier lang. Ist hier noch Roboter? Klingt ziemlich so. Okay. Hier geht's nicht raus. Hier geht's nicht rein. Was ist die Maschine da unten? Nächste Nazi-Gold. So, Block G. Ja. Jo, ich wollte gerade sagen. Hier rechne ich nur mit denen. Nein! Tut mir nicht weh. Oh oh. Das ist unser Modus, den wir spielen. Heilung. Heilung. Noch mehr Heilung. Kacke. Lassen wir den einfach am Leben. Okay, Geschreie von Häftlingen. Okay, sind wir in der Zelle drin. Ah, Kakerlaken auf dem Boden. Eine sehr schmutzige Toilette. Antik, der mittelalterliches Schwert in Wolfsburg ausgegraben. Unter einer Straße in Wolfsburg fanden Archäologen die Teile eines alten Schwertes. Die Waffe wurde auf das 10. Jahrhundert datiert und gehörte einem mittelalterlichen Ritter, Lotti Kohl. In älteren der Ausgrabungsstätte äußerte sich heute begeistert über den historischen Fund. Der Ritter stand in Diensten von König Otto, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Als er aus unbekannten Gründen auf den Straßen Wolfsburgs zu Tode kam, ein Zusammenhang dieses Funds mit der Zerstörung Wolfsburgs im Jahre 965 nach Christus konnte nicht auch nachgewiesen werden. Aber er unterstreicht die unter örtlichen Historikern beliebte These, dass eine von König Otto ausgesandte Gruppe von Rittern getötet wurde, als sie vergeblich versuchte, die Stadt vor den einfallenden Plünderern zu verteidigen. Ja. Was ist denn? Erzähl mir von dem Geheimnis. Was weiß Helga? Oh mein Junge. Bist du von der Front zurück? Ich hätte nie gedacht, dass ich dich wieder sehe. Oh, mein kleiner süßer Junge. Wer ist er? Oh. Tut mir leid, alter Mann. Du verwechselst mich mit jemandem. Ich dachte, eine Sekunde lang. Wie die Jahre geflogen sind. Früher saßen wir mal am See, bis die Sonne unterging. Und sahen zu, wie die Schwäne. Ich glaube, der sagt uns nichts. Ich sehe ihre Spiegelung im Wasser deutlicher, als ich
selbst. Ich weiß doch, wie ich dir durchs Haar gefallen bin. Und du ein bisschen von deinem Brot genommen hast. Den Blick fest auf die Angelschnur gerichtet. Um sie sofort hochzuziehen, wenn etwas anbeißen sollte. Die Jahre vergangen sind, mein Sohn. Nicht wahr? Ah, ja. Der hat keine Infos mehr für uns. Okay, ich wollte noch nicht. Ich wollte nur versuchen zu schlagen. Lässt sich auch nicht machen. Ich wollte ihn nicht töten, wollte mal gucken, ob das geht. Oh oh. Ach so, lauf vorwärts, umschalt link und. Ah. Wesley, das gute alte Sliden wieder. Erzählt. Als sie im College war, wurde bei ihr Demenz festgestellt. Die Medikamente machten sie benommen und merkwürdig. Ich erinnere mich noch an ihre Augen, die dreckigen Fenster einer verlassenen Hütte. Meine Mutter dachte, dass es durchs Blut übertragen hat. Ah ja, kläglich gestalten. Ruhe bewahren. Steht da. Leise sprechen. Leise sprechen, Ruhe bewahren und immer lachen. Immer lächeln. Ja. Was hätten sie wohl gern? Okay, da hat jemand sehr lange gesessen. Erstmal eine Pause. Aha. Hat jemand einen kleinen Albtraum? Sehr schön, dass wir hier kriegen wir mal wieder. Können wir wieder Wolfenstein 3D spielen? Das war ja. Das ist ja mal fast das Schönste. Das ist wieder wie in New Order, dass man beim Träumen die Möglichkeit hat. Bisher sind es nur Hunde. Die wir kämpfen. Geht's hier irgendwo weiter? Oder war es das schon? Nö, hier nicht. Hier geht's vielleicht weiter. Oh, hier sind sie. Hier kommen die Nazis. Mein Leben. Das haben die ja noch gar nicht gesagt. Das war erst später. Essen. Warum liegt im Gefangenenblock Essen rum?
nix. Oh, Schnitzel und Wurst. Und Steak, was das ist. Ah, hier ein Bild von der Engel. Frau Engel. Aus Würfelstein 2. Pistolen Munition. Und wird das wohl jetzt der Winkler sein? Totenkopf sieht anders aus. Finde ich schön, dass das Spiel hier den alten Teil hier einbaut und seine Ursprünge feiert. Wolfenstein 3D. Müssen wir vielleicht auch irgendwann mal aufnehmen. Als Let's Play. Jetzt glaube ich sogar kostenlos auf Seiten im Netz. Oha. Aus so einem alten Virtual Simulator. Retro Arcade Simulator. Seite gibt's Not. Nochmal hier im Kreis, oder? Gibt es Gewehrmunition? Das heißt, er muss auch irgendwo ein Gewehr geben. Geht schon ziemlich final aus. Achso, hier waren wir schon. Das ist die Anfangstür. Da sind wir hier im Kreis gelaufen. Hier waren wir. Und der Bereich mit den braunen Wänden ist normalerweise mal schon ein Zeichen, dass es vorangeht. Ah ja, die Zeitung. Und die Fässern. Irgendwo brauchen wir Schlüssel für den Fahrstuhl. Nur eine Pistole. Ein Gewehr wurde uns noch nicht gegeben. Dann geht's in den nächsten Raum. Die Tür scheint wichtig zu sein. Noch stelle ich mich sehr gut an.
Das waren doch, glaube ich, die, die mein Leben gesagt haben. Das sagen sie gar nicht mehr. Altes Silber. Ich weiß nicht, wozu wir das hier ansammeln, aber okay. Nazi-Silber nehmen wir natürlich mit. Gibt eine bessere Punktzahl im Albtraum. Okay, hier sind wir lang. Versuchen wir es mal hier. Nein. Verdammt. Das war sehr knapp. Okay. Schlecht geschlafen, würde ich sagen. Was ist? Oh oh. Gut, dass wir uns aufgeladen haben. Notizen zu Patientengespräch von Helga. Ich muss ständig über diesen Jonas Hartmann nachdenken. Da steckt mehr hinter seinem scheinbar sinnlosen Gebrabbel als irgendeine Psychose. Er beschreibt wiederkehrende Versionen in Verbindung mit einer Stadt Wolfsburg. Sie scheinen auch mit König Otto zu tun zu haben. Eine niedergebrannte Kirche, seltsame Maschinen in einem unterirdischen Labyrinth, verrottete Gliedmaßen, die sich in der Dunkelheit bewegen, das ist in höchstem Maße faszinierend. Vielleicht ist es die erste richtige Spur, die uns zum verborgenen Schatz König Ottos führt. Ich werde ihn in der Bibliothek befragen. Welchen Wein nehme ich nur? Ein Sauvignon könnte gut zu ihm passen. Ich freue mich schon drauf. Oh, hier haben wir doch den. Unseren Bossgegner. Den Hundeliebhaber. Immerhin haben wir jetzt ein Messer. Oh, Scheiße, Mann. Großes Hundi. Wie sollen wir den ohne? Wie sollen wir den ohne? Eine Pistole besiegen. Wir müssen irgendwie darüber. Okay, Anlauf nehmen. Wie war das nochmal? Verdammt. Ist doch jetzt nicht daran scheitern. Puh. Scheiße. Müssen wir lang.
Schalte Kommandanten aus, bevor sie Verstärkung rufen können. Ja. Das ist mir bekannt. Hier haben die Kommandanten wenigstens wieder mal eine richtige Funktion. Na toll. So viel dazu. Und die. Nur mit dem Messer bewaffnet, sehr schön. Gegen Pistolen. Kann nur schief gehen. Sehr schön. Da müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Die große guckt nicht. Ah, da fährt er weg. Wir lassen uns nicht entdecken. Wir müssen da runter. Ganz vorsichtig. Eine Pistole? Nice. Na toll. Und los geht's. Ich glaube, ich kann aufhören zu schleichen. Sehr viele. Der Kommandant schlägt ihm noch Alarm. Den Kommandant haben wir noch nicht gefunden. Oh oh, nicht gut. Ich muss nachladen. Nachladen kann tödlich sein. Scheiße, von her, woher kommen die?